Ja, Hallöchen. Willkommen zurück zu Space Force 2, Demons of the Past. Ja, wir haben ja letztens diesen blöden schwarzen Bildschirm gehabt. Und ich weiß jetzt, dass er kommen wird. Das heißt also, ich werde vorbereitet sein und vorher speichern. Das heißt, ne, falls er dann jetzt nicht mehr kommen sollte, dann kommt er halt nicht. Aber falls er doch noch kommen sollte, dann bin ich gewappnet und weiß, okay, er kommt und dann ist diese Quest verbuggt. Was übrigens dann bedeutet, dass ich ehrlich gesagt wahrscheinlich diese Karte dann, zumindest diese Objective, die wir hier noch offen haben, offscreen, also quasi für mich selbst versuche zu machen und wie das dann quasi dann einfach überspringen und dann wieder ansetzen, wenn ich das geschafft habe, weil das dann echt doof ist. Das ist halt doof dann zu machen. Und dann mache ich das lieber, irgendwie so, dass ich es dann alleine versuche, ohne dass ich das dann aufnehme. Das heißt also auch nicht irgendwie diese 20 bis 30 Minuten Sachen dann immer habe, sondern dann kann ich ganz ruhig das alles runterspielen, kein Stress und dann setze ich mich wieder an. Das ist so mein Plan. Falls dann jetzt das Bild wieder schwarz wird, weil wir diese Unterstützung echt gut brauchen da oben. Also ich denke nicht, dass wir das mit einer Armee schaffen, weil die halt echt auch gut zuhauen und wir dann da die ganze Zeit sterben. Und wenn das nicht klappt durch einen Bug, dann ist das halt doof. Dann muss ich das irgendwie offscreen lösen. Das ist natürlich doof, weil bis jetzt ist es ja so gewesen, dass wir keine einzige Map irgendwie offscreen überspringen mussten. Gut, am Anfang, aber da habe ich nur kurz die Aufbauphase, bis ich dann eine Armee aufgebaut habe, übersprungen. Aber ansonsten, eigentlich war hier nicht wirklich was, ne? Und jetzt haben wir so einen blöden, nervigen Bug, dass wir diese eine Quest nicht abschließen können. Ist natürlich nicht so schön. Aber ehrlich gesagt, wundert mich das auch nicht, weil ich habe nur darauf gewartet, bis wir so einen Bug mal wieder bekommen in Spellforce 2. Na, weil diese Spielerei ja dafür bekannt ist, dass so etwas sehr gerne mal passiert. Ich speichere jetzt hier schon mal. Dann mach schon mal hier ein Save. Und dann hier sehen wir noch die Gegner, aber die sind natürlich auch wieder da. Und dann werde ich mal alleine auf den Friedhof gehen und meine ganzen Leute davor parken und nicht mitnehmen. Mal gucken, ob das dann irgendwie das entbuggt oder so. So, F9. Und dann gehe nur ich da auf den Friedhof. Ey, da ist noch ein Loot-Dingens hier. Zack. Und jetzt kommt er an. Möge Herin euren Weg zum Morduin geleiten und möge Aonirs Licht auf ewig für euch scheinen. Es wird nicht viel Licht geben, wo wir mit ihnen hingehen, Shaikan. Ihr werdet sie freigeben, wenn das hier vorbei ist. Ihr habt es versprochen. Klaro, Kindchen. Aber jetzt lasst uns ein paar Dämonen in den Hintern treten. Wir haben jetzt genug Nachschub. Sagt mir einfach, wo wir zuschlagen sollen. Level 27. Oh, die können bestimmt. Oh, aber es sind Skelettis. Aber das funktioniert zumindest. Jetzt haben wir erstmal eine kleine Armee. Kindchen, hast du was für mich zum Paffen? Keine Ahnung, Kindchen. Nachdem ihr weg wart, dachte ich mir, kannst ihm doch hinterher. Nun, hier bin ich, Kindchen. Wir sind gute Kämpfer, fast wie Soldaten, nur halt nicht so lebendig.
aber wir sind zu wenige. Wenn ihr ein paar frische Knochen für mich hättet, dann würden wir für euch kämpfen. Ich glaube, das ist ein Fehler im Text, ne? Auf den Namenlosen in Süden an. Vom Süden aus her an. Vom Südosten, also so. So, vom Süden. Machen wir Süden. Die Namenlosen von Süden her an. Zeigen wir den Dämonen, was eine Harke ist. Ich glaube, mehr Knochen gibt's auch gar nicht, ne? Oder? Gibt's noch mehr Knochen hier irgendwie zu holen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das schon ganz akkurat geschafft. Jetzt frage ich mich nur, was ist das für ein schwarzer Balken? Diese Map ist komplett merkwürdig. Ich wollte übrigens gucken wegen den Türmen, ne? Das habe ich jetzt nicht gemacht, lol. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt doch wichtig ist. Für das Lager hier oben. Oh, die kämpfen hier schon. Die sind alle gestorben. Kommen die denn wieder einfach? Ich hoffe das sehr. F9. Hier ist doch das Lager, oder? Ach nee, da ist es. Hä? Warte. Was ist mit dem Lager los? Wieso fehlt denn hier die Hälfte? Haben wir das schon? Ich glaube, ich habe gerade harten Gedächtnisverlust, oder? Ich habe doch hier nicht schon so hart gekämpft, oder? Ach, oder doch? Doch, haben wir. Ja. Ja, haben wir. Tatsächlich haben wir das, glaube ich. Ja, dass wir warum werde ich eigentlich von diesem verdammten Heini verfolgt? Kann mir mal wer immer einfach kompletten Verlust, ne? Ich lade das nochmal neu. Das ist ja... Hallo? Also ich probiere das jetzt hier nochmal aus. Also scheinbar sieht das irgendwie so aus, als ob die Hilfe nicht wirklich eine Hilfe wäre. Ich hätte jetzt gesagt, die sollen von Süden aus angreifen, aber nee, ja. Die sterben uns halt hier irgendwie durch, ne? Los! Vorwärts! Jetzt sollen wir hier, ankommen. Und wir räumen hier mal alles nacheinander auf. Wie schnell stirbt der? Kannst du mir doch nicht sagen, dass der so... Ach, neu. Jetzt pullen wir wieder das ganze Gebiet. Ja.
Ja, du bist lustig. Ah, holy shit, wir haben einfach wieder zu wenig von allem irgendwie. Es klappt hin und vorne nicht, Leute. Das müssen wir nochmal neu laden, das klappt hin und vorne nicht. Bin jetzt ein bisschen besser durchgekommen, aber das klappt alles einfach immer nicht. Ich könnte mal versuchen, von unten anzugreifen. Also wenn wir jetzt mal hier den Weg hier nehmen. Das wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Und die Skelettis hier die ganze Zeit, die hier kommen sollen und da Sachen machen sollen, die kommen hier halt eben nicht. Der Typ hat uns voll verarscht. Probieren wir jetzt einfach mal hier den Weg aus. Vielleicht ist hier nicht so gut verteidigt. Ja, für ihn hilft aber auch kein Weg, ey. Das ist einfach unglaublich, wie hart schnell der stirbt. Ach, alle hart schnell sterben. Oh, warte, wir haben doch jetzt nicht. Könnt ihr mal hier. Über einmal nach einem anderen wiederbeleben. Scheint gerade ganz gut zu passen. Perfekt. Perfekt gestorben. Ja, ich habe das Gefühl aber, dass wir... Das Gefühl, dass wir irgendwie... Jetzt ist auch tot, dann holen wir ihn nochmal zurück. Nein! Und dann plötzlich... Ist das die Arbeit, der gestorben ist? Das Spiel sagt dann auch nicht, warum man Game Over geht, ne? Aber das war gerade ganz geil. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Nur irgendwie ist halt hart gestorben. Das ist halt das Problem. Da verstehe ich halt nicht immer, wer das Problem ist. Weil mein Charakter sah ganz gut aus eigentlich. Der hat auch weitergekämpft. Wahrscheinlich darf Jorba nicht sterben, ne? Wenn ich jetzt auf Jorba reite,
Es ist doch so, dass wenn ich auf Jorbal reite, dass kein Feuerspucken kommt, ne? Ja, ja. Was aber bei Jorbal eigentlich ganz wichtig ist. Ja. 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 Aber ich speichere mal hier nochmal. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Warum ist der so instant tot? Es kann doch nicht sein, Leute. Ist doch jetzt nicht euer. Warum? Warum stirbt er einfach instant? Können wir doch mal bitte verraten? Ja, ja. 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 Sammelt, oh, jetzt haben wir da ein paar Leute von der Seite da. Hergezogen. Ja. Ja. Oh, ich hab keinen Bock darauf, ey. Ich lieb dich einfach da wieder bei uns im Lager wieder. Ja. Das war so scheiße. Da sind wir aber schlechter dran, ne? Irgendwie läuft das gerade nicht so gut. Macht euch bereit. Warum auch immer. Irgendwas läuft hier schlechter. Ja, das verstehe ich halt nicht. Irgendwie, jetzt sobald ich auf Jorbal drauf bin, läuft das auch alles schlecht. Aber der hat halt schon Damage gemacht, ne? Ha. Schwer, schwer, schwer. Aber das ist machbar. Also ich merke, dass es machbar ist. Das Problem ist nur einfach, dass... dass wir nur dann immer rechtzeitig escapen müssen. Und dass meine Leute einfach dauerfokussiert werden. Also meine Leute hier, die werden einfach von allem fokussiert, was das so fokussiert, also fokussieren kann. Der hier zum Beispiel ist einfach... Oder er. Nee, jetzt haben hier so ein paar Leute wieder getriggert. Kann irgendwer den wiederbeleben? Haut sich wer? Durchblick, ne? Warum ist Jorbal eigentlich... Ah, mal angreifen. Ach, der ist nicht in der Steuergruppe drin.
Und wieder einer tot. Hey, mach die Sebastian da weg. Dann gehe ich, glaube ich, auch. So. Damit ist ja deine Point ist ja dann sogar weg, ne? Also. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal, dass wir uns dann irgendwie wieder sammeln. Und dann machen wir den anderen noch weg. Wie weit kann ich eigentlich die Leute ziehen? Das ist so unglaublich. Ja, das war mein Titan. Oh, das ist vielleicht nicht so clever, hier lang zu gehen. Ha. Ja, es greifen die da an. Naja, dann. Dann sammeln wir uns hier schon mal. Oh, guck mal, dann gehen die wieder zurück. Dann können sie sich da nämlich sammeln und dann können wir nämlich hier. Das ist die andere Bastion. Dann bauen wir uns noch mal auf. Na, das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde auch sagen, in der nächsten Folge werde ich dann einfach alle wieder versammelt haben. Und dann versuchen wir einfach das andere da, einen anderen Punkt dazu wegzumachen. Und dann sollte das ja reichen, ne? Also, da warte mal, der Turm da. Ah! Wir könnten natürlich von hier kommen und sie die Türme abräumen. Die Eruption ist halt eben hart, ne? Wenn er diese Bastion besiegen, die halt hier diesen Stein hat, die hat wahrscheinlich genau das Ding ist und dann, ach, die haben ja überall diesen Stein, ne? Hier, da auch noch und da auch noch. Da muss ein bisschen mehr weg. Also noch ein Dämonenportal. Die Bastion produziert auch immer noch. Das eine, das hat gezählt halt, ne? Das ist halt so das Ding. Ja gut, das kommen natürlich alle schon, sind, glaube ich, alle auch schon fertig produziert und jetzt, ja, dann
ist ganz gut. Das ist halt so doof. Also, mit da jetzt noch... Ja, und wir müssen das mit den Leuten schaffen, ne? Also 1086, das muss irgendwie machbar sein. Da ist auch noch so ein Ding drin, ne? Da, das ist eine Schmiede, das, da müssen ganz viele Gebäude weg. Ich glaube, wir kommen doch lieber von hier. Okay, nächste Folge. Dann gehen wir und versuchen unser Glück, irgendwie die wichtigen Gebäude zu zerstören, damit wir nicht alles zerstören, aber zumindest die Quest abschließt, damit wir dann diese Map beenden können. Weil das reicht, ja. Ich meine, wir haben so viele Level-Ups gemacht, also denk mal nicht, dass das Aufräumen der Gebäude jetzt doch irgendwas viel bringen wird. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Versuch. Tschüss.